Es wird immer Menschen geben, die versuchen werden, dich runterzuziehen, dich am Boden zu halten oder dich auf irgendeine Art zu unterdrücken. Bei mir war es die Kindheit, die mich zu Drogen führte. Und die Drogen waren es, die dazu geführt haben, dass ich mich für schlechter erachtet habe, als ich eigentlich war. Ich hatte dadurch einen Umgang, der mich erst recht weiter runterzog und mich am Ende sogar in die Prostitution trieb. Gewalttätige Beziehungen, ein Leben voller Lug und Trug und eine lange Zeit, in der ich mich wertlos und ungeliebt fühlte. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich zu dem Entschluss kam, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Doch erst als ich mein Glaube durch eine unerwartete Nachricht stärkte, begriff ich, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Und so verließ ich die Umgebung voller negativer Einflüsse und traf die Entscheidung, mein Leben von Grund auf zu ändern. Es gibt aber niemanden, der einem so eine Entscheidung, dich für dich selbst und dein Leben stark zu machen, abnehmen kann. Diese Entscheidung muss jeder ganz alleine treffen. Und glaub mir, diese Entscheidung aufzustehen und rauszugehen und für dich zu kämpfen, ist eine, die dein Leben ins Positive verändern wird. Alles, was du brauchst, ist Mut, den ersten Schritt zu gehen. Vielleicht triffst du auf Menschen, die dich davon abhalten wollen, auf Hindernisse, die so lange im Weg zu sein scheinen, dass du dich fragst, ob dein Weg wirklich der richtige ist, oder auf Gefühle, die der Vergangenheit angehören sollten, da sie nicht die Wahrheit über deinen Wert in der Welt sagen. Doch gib nicht auf, es lohnt sich, für dein Leben, für deine Ziele und für deine Zukunft zu kämpfen. Es wird ein langer und schwerer Weg sein, den du gehen musst, doch er ist es wert, du bist es wert. Also lauf los und denk dran, irgendwo gibt es Menschen, die dich genauso lieben, wie du bist. Thank you.